Die Schafe genießen das ganze Jahr über freien Auslauf in Tasmanien und werden nur einmal im Jahr in die Schurhütte gebracht, wo sie von professionellen Scherern geschoren werden. Dabei schafft ein Scherer ca. 200 Schafe pro Tag. Wirklich gute Scherer erkennt man daran, wie sie mit den Schafen umgehen und wie leicht und fließend der Schurprozess an sich aussieht. Mit ruhiger Hand, fließend, kontinuierlich und vor allen Dingen ohne Stress für das Schaf. Er fängt sich zunächst das Schaf ein, holt es in den Shearing Spot und neben den anderen Scherern hat er dann seinen Platz, wo er von oben die Schermaschine runterholt mit einem breiten Kamm, um das Schaf natürlich nicht zu verletzen, und fängt dann an, am Bauch erst zunächst zu scheren, dann zwischen den Hinterbeinen und im Schritt und geht dann über zum Hals, zum Kopf, und dann kommt der Long Blow. Das ist eine lange kontinuierliche Bewegung vom Rumpf bis zum Hals, wo praktisch alles an der Seite auch geschoren wird. Und schon ist das Schaf fertig und wird wieder entlassen zu den anderen Schafen, die schon geschoren sind, auf die Koppel. Nach dem Scheren wird das Wollvlies auf den Sortiertisch geworfen und ein Wollklassifizierer begutachtet die Wolle nach Faserfeinheit, Länge, Stabilität und Bauschigkeit und sortiert die dann in den internationalen Standard zwischen A und E ein. Wir verwenden nur AA oder AAA Wolle. Die sortierte Wolle wird in Ballen gepresst, üblicherweise 120 bis 200 Kilo. Und diese Ballen werden in den Wool Store gebracht und von dort aus geht es dann weiter in die Wollwäsche.